Fast alle wissen über den Qualitätsunterschied zwischen einem erhitzten, raffinierten Speiseöl und einem hochwertigen, kaltgepressten Olivenöl Bescheid. Was die meisten jedoch nicht wissen, alle Haferflocken werden erhitzt, um sie länger haltbar zu machen. Doch das muss nicht sein. Auch Haferflocken kann man kalt pressen, sind dann zwar nicht ganz so lange haltbar, aber immer noch lange genug, um sie frisch zu genießen. Wir haben verschiedene Tests durchgeführt und können guten Gewissens ein Mindesthaltbarkeitsdatum von 8 Wochen auf unsere kaltgepressten Biomüslis geben, die ganz ohne Erhitzung und somit Haltbarmachung auskommen. Dafür enthalten kaltgepresste Haferflocken deutlich mehr der hitzeempfindlichen B-Vitamine und aktiven Enzyme. Das haben unsere Laboruntersuchungen ergeben. In den letzten 5 Jahren haben wir bei YouFlake ausschließlich Müslis aus ganzen, also ungequetschten Haferkörnern verkauft. Diese werden dann zu Hause mit einer Flockenquetsche erst zu Haferflocken verarbeitet. Doch wir wurden ganz oft gefragt, ob wir das Müsli nicht auch schon vorgeflockt anbieten können. Das haben wir zum Anlass genommen, ein Müsli zu entwickeln für diejenigen, die aus Kosten- oder Platzgründen keine eigene Flockenquetsche zu Hause haben. Also haben wir das kaltgepresste Müsli entwickelt und sind nun dank eigener Produktion in der Lage, es zuverlässig, nachhaltig und regional in Berlin zu produzieren. Für unsere neuen Bio-Müsli-Sorten nutzen wir als Grundlage ausschließlich den kaltgepressten Bio-Nackthafer, der regional in Deutschland und Polen angebaut wird. Dieser wird nach dem Flocken mit gefriergetrockneten Früchten und Beeren sowie Nüssen, Schokolade und anderen Zutaten zu unseren köstlichen Müslis gemischt. Die ersten 4 Sorten haben wir bereits entwickelt und diese werden auch schon produziert. Wir bitten euch um eure Unterstützung, um die Produktion in den nächsten Monaten weiter auszubauen und weitere leckere Sorten entwickeln zu können. Ihr könnt uns ganz einfach mit eurem Beitrag unterstützen. Dafür bekommt ihr von uns ein Dankeschön eurer Wahl. Oder natürlich auch gleich mehrere. Wir freuen uns über euren Support.